Hallöchen, Popöchen. Oh, scheiße. Und das ist Text 1 von 300, 400.000. Okay. Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen hier auf meinem... Okay. Tut mir leid. Das ist kein Problem. Okay. Oder was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, ja. Lol, ich kann mir das gar nicht so merken, wie ich dachte. Ich dachte, ich hätte ein gutes Gedächtnis. Das hast du weggetrunken. Oh ja. So. So. Ich krieg das hin. Erst das Video, dann die Audio. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Bärenmarke. Bärenmarke. Hashtag keine Werbung. Achso. Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, Antis Anti. Mein erstes Format auf meinem jungfräulichen Kanal. Menschen, die mich kennen oder gerade erst kennenlernen, fragen mich des Öfteren, wie ich mich nur so ekelhaft überschwänglich über Kleinigkeiten freuen kann. Darauf habe ich nicht wirklich eine Antwort, aber ein neues Ventil. Und zwar meine Liebeserklärung an. Das ist das erste Video dieses Formates und ich widme es einer Buchreihe. Ich mag Bücher und konsumiere sie, wie Sascha von Unsympathisch TV Apfelspalten von der Koro-Drogerie konsumiert. Hashtag keine Werbung. Zone of Glass. An alle, die sich jetzt fragen, was? Game of Thrones? Nein, nicht GOT, sondern TOG, obwohl TOG tausendmal besser endet als GOT. Obwohl das erste Buch schon 2013 in Deutschland erschienen ist, der Hype gigantisch war und ich viel auf BookTube dazu verfolgt habe, muss ich sagen, dass ich erst dieses Jahr dazu gekommen bin, diese Bücher zu lesen. Ich wollte mich komplett in die Geschichte hineinfallen lassen und mich richtig schön darauf konzentrieren können. Das ist gar nicht so einfach, die perfekte Zeit dafür abzupassen. Ich habe es aber geschafft. Ich habe die Bücher in meiner Prüfungszeit fürs Abitur verschlungen. Bye bye, guter Notendurchschnitt. Wobei man sagen muss, dass ich die Hörbücher höre, wie bei fast allen Büchern, die ich konsumiere. Sprich, ich saß die ganze Zeit mit Kopfhörern in den Ohren, ja, was nicht gerade förderlich für meinen Lernprozess war. Daher hatte ich meine große Offenbarung weder in der Biologie noch in der analytischen Geometrie, sondern in Zone of Glass. Nach vielen Jugendbüchern, und zwar sehr vielen Jugendbüchern, habe ich endlich eine Buchreihe gefunden, die alles beinhaltet, was ich mag. Und das ist gar nicht so einfach. Und ja, der Hype war groß und ist gefühlt schon wieder abgeklungen. Obwohl man sagen muss, dass ich finde, dass ja, diese Bücher, diese komplette Buchreihe im deutschsprachigen Raum nie so wirklich komplett angekommen ist. Für alle die, die hinter dem Mond wohnen und sich jetzt fragen, über was redet die Olle da eigentlich, den gebe ich jetzt einen kurzen, spoilerfreien Ablauf. Ja, ich glaube, Inhaltsangabe wäre schlauer gewesen als Ablauf, ne? Just to let those lips take control. Zone of Glass ist eine siebenteilige Buchreihe, welche von Sarah J. Maas geschrieben wurde. Unsere Hauptprotagonistin ist Selena Sadovyan, eine 17-jährige Assassine. Die Handlung des ersten Buches beginnt damit, dass Selena sich in einer Salzmine in Endovia befindet, um sich dort qualvoll zu Tode zu schuften. Als der König von Adalan, der sie auch zum Tode verurteilt hat, einen Champion sucht, der sein persönlicher Auftragsmörder werden soll, taucht sein Sohn, und zwar der Kronprinz, in der Salzmine auf. Denn um den Posten des Champions soll ein Wettkampf veranstaltet werden und Dorian Heveljard hat sich dazu entschlossen, die berühmt-berüchtigte Assassinin Selena Sadovyan für sich ins Rennen zu schicken. Diese Namen sind unglaublich schwer auszusprechen. Ohne einen anderen Weg in die Freiheit zu sehen, geht sie mit ihm und dem Captain der Garde, Cale Westfall, nach Rifthold, der Hauptstadt Adalans, wo auch der gläserne Thron steht. Der Wettkampf um den Titel des Champions und der damit verbundenen Freiheit beginnt. Doch Selena merkt schnell, dass sie nicht nur Gefühle für beide Männer hat, sondern auch ein ungutes Gefühl für das, was im Schloss ihres Feindes vor sich geht.
So, nachdem ich nun einen winzigen Einblick in die Handlung gegeben habe, möchte ich mit meiner Liebeserklärung beginnen. Diese wird weder objektiv noch spoilerfrei werden, sondern ein wahres Spoilerspektakel, mein neues Lieblingswort, mit einem Anflug von Fangirlismus, eine Mischung aus Fangirl und Randalismus. Mal abgesehen davon, dass das Worldbuilding, der Plot und die Charaktere mit ihren sehr tiefen und außergewöhnlichen Persönlichkeiten unglaublich sind, sind doch die Charakterbeziehungen und die Charakterentwicklungen das Spannendste an den Büchern. Daher komme ich im heutigen Video auf meine Top 5 Charakterbeziehungen zu sprechen. Und mal gucken, vielleicht werde ich noch andere Rankings innerhalb dieses Formates zu Throne of Glass machen, denn es gibt noch so viel mehr, was man dazu besprechen könnte. Platz 5 geht an ein Paar, wo ich den männlichen Part schon am liebsten dahin geschickt hätte, wo der Pfeffer wächst. Cale und Irene. Ich mochte Cale wirklich nicht. Auch da nicht, als er mit Selena zusammen war. Mal abgesehen davon, dass ich ein Liebesdreieck nie wirklich leiden kann und ich immer mehr Team Dorian war. Da wusste ich ja noch nicht, was für ein süßer Schnuckel auf Selena wartet. Nachdem ich Teil 5 beendet hatte und feststellen musste, dass Band 6 im Grunde nur aus meinem nicht so geliebten Cale besteht, jedenfalls aus seiner Sicht, war ich sehr entsetzt. Aber schnell musste ich feststellen, dass die Kultur des Großkans und die Tore Chesmere so interessant waren, dass ich von Cale absehen konnte. Doch zu sehen, wie er mit Irene agiert, war toll. Und ich war von Anfang an eine Sympathisantin von Irene, denn sie war auch nicht so begeistert von Cale wie ich. Doch mit der Zeit habe ich mich auch in ihn verguckt, wie Irene. Sie hat ihn nicht nur geheilt, sondern auch innerlich nicht so verbittert wirken lassen. Die beiden haben sich in einer Zeit, wo Cale gelähmt und Irene Adalan hasste, lieben gelernt, dass es umso schöner war, die beiden als Team zu sehen. Ich habe mich so gefreut, als ich erfahren habe, dass die beiden nicht nur geheiratet haben, sondern auch noch ein Kind bekommen. Das war so süß. Platz 4 war von Anfang an so offensichtlich, dass sie zusammenkommen. Doch dass es erst gegen Ende des 7. Buches passiert, habe ich nicht geahnt. Aelin und Lysandra waren von Anfang an so schnuckelig. Er war Adalans Hure. Sie war ein ausgebildetes Freudenmädchen. Aelin ist der Wolf des Nordens und Lysandra ist eine Gestaltwandlerin, die sich in den Geisterleoparden verwandeln kann, der in Terrasen seine Heimat gefunden hat. Die beiden passen einfach wie die Faust aufs Auge zusammen. Und als Aelin ihr verspricht, sie zu heiraten, als sie am Strand verletzt liegt nach einem Kampf in Meeresdrachengestalt, war ich so glücklich. Ich war sehr, sehr glücklich. Und dann kommt am Ende heraus, dass Lysandra mit Aelin geplant hat, dass sie, falls etwas schief gehen sollte, was ja auch passieren wird, sie sich als Aelin ausgibt und mit Rowan über Terrasen herrscht und mit Aelin zwecks des gleichen Aussehens seiner Cousine, ja, die Nachkommen zeugen wird. Aelin ist so erzürnt darüber, dass er sie im 7. Band so schrecklich behandelt und sie für jede militärische Niederlage ja verantwortlich macht, da Aelin ja nicht da sein kann und sie als Gestaltwandlerin nicht ihre Fähigkeiten hat. Doch als die beiden zusammenkommen, nachdem sie Seite an Seite gekämpft haben, ist es so schön. Sarah J. Maas schafft es, ein Paar so offensichtlich zueinander passen zu lassen, es dann in eine Krisensituation zu stecken, sodass man gar nicht mehr mit einem glücklichen Ausgang rechnet. Doch wenn dann das Happy End kommt, ist man so froh und dann ist es einfach nur noch der Hammer. Platz 3 ist genauso zum Scheitern verurteilt. Lorcan ist unsterblich, uralt und Aelin feindlich gesinnt. Elite ist absolut sterblich, hat ein dauerhaft verletztes Bein und ist neben Aelin das größte Fangirl von Aelin überhaupt. Neben mir natürlich. Doch irgendwie knistet es zwischen den beiden. Am Anfang war ich erst traurig, als sie die 13 verließ, doch dann kommt Lorcan. Sie bringt ihn dazu, wieder leben zu wollen und zeigt ihm, wofür es sich zu kämpfen lohnt, und zwar nicht für Maeve. Das Ende des 5. Bandes war schon ein Herzschmerzfest ohnegleichen, aber dann noch das mit Lorcan, wie er versucht zu Aelin zu kriechen, aber Elite denkt, dass er zu Maeve will, nachdem sie seinen Bluteid aufgehoben hat, ist so schlimm und sie hasst ihn.
Und genau wie bei Lysandra und Adian geht das im 7. Teil noch so weiter. Doch sie liebt ihn und als sie erfährt, dass sie die Situation am Strand und ihn falsch eingeschätzt hat, geht es wieder bergauf für die beiden. Und dann die Situation mit Farasha, wo sie probiert, gegen ja, den einbrechenden Damm ihn zu retten, ist so herzzerreißend schön. Aber am besten an diesem Paar ist einfach der Name, nach dem sie geheiratet haben. Lorcan Logan ist einfach der Hammer. So wie ich Sarah J. Maas einschätze, hat sie die beiden so genannt, damit Aelin zum Schluss noch was hat, über das sie sich lustig machen kann. Platz 2 macht einfach nur Spaß. Leider hatte ich mich durch Pinterest spoilern lassen, aber ich hätte nie gedacht, dass die beiden so zusammen sind. Es geht um Dorian und Menon. Ich weiß, dass viele Menons Part in den Büchern nicht so leiden können, das kann ich von mir aber nicht behaupten. Ihre Wandlung mit anzusehen ist unglaublich. Von einer bösen Iron Teeth Hexe, die unbedingt Zirkelführerin der Luftstreitkräfte werden möchte, hin zu einer Hexe, die sich für ihren kleinen, pflanzenfressenden Rivern einsetzt, sich gegen ihre ja, böse Großmutter einsetzt und für ihre 13 einsteht. Dann trifft sie auf Dorian, der, nachdem seine große Liebe Saoirse geköpft wurde, nun ein Wörthalsband umhat und von einem Forkprinzen geleitet wird. Dieser Forkprinz hasst Menons Augen und zwischen Dorian und Menon kommt gleich eine heiße Stimmung auf mit ihrem Hallo meine kleine Hexe, hallo mein kleiner Prinz. Achso. Die beiden sind einfach so intensiv zusammen. Er kann ihren eisernen Zähnen und Krallen die Stirn bieten mit seiner reinen Magie. Oh, seine Magie, wenn es zwischen den beiden körperlich wird, benutzt er nämlich seine unsichtbaren magischen Hände. Doch leider ist das das einzige Paar, das am Ende des 7. Teils nicht wirklich zusammen ist. Doch das ist perfekt. Sie verspricht ihm, seine kleine Luftstreitmacht aus Rokinen auszubilden und da sagt Irene einfach so, heiratet doch! Und ich so, ja! Und Menon so, mal sehen! Und ich so, okay! Aber das macht das Ende rund, weil man weiß, nach alledem, was passiert ist, der Tod der 13, Dorians Vater, dessen Name und der Aufbau ihrer beiden Königreiche, nach alledem brauchen sie Zeit, anstatt wie gefühlt alle anderen einfach zu heiraten und glücklich zu sein. Und wenn wir schon beim Heiraten sind, kommen wir zum Platz 1. Und ja, ich weiß, das war sehr offensichtlich, aber wie kann man Mr. Rowan Whitethorn widerstehen? Mr. Hot ist ein tätowierter Fey-Krieger, der Maeve einen Blutschwur geleistet hat. Seine Seelengefährtin ist nur ein Trugbild, damit er, nachdem Maeve das angeordnet hat, sein Kind mit seiner Frau umgebracht wird, ja, gebrochen und ohne nachzudenken einfach den Bluteid leisten kann. Der stärkste Fey-Krieger aller Zeiten trifft im 3. Band auf eine saufende und rumpöbelnde Frau, die weder Aelin noch Selaena zu sein scheint. Diese Frau ist auf der Suche nach Antworten zu den Wörtschlüsseln und dann passiert es. Ich war nie ein großer Fan von Cale und Selaena und auch nicht von Dorian und Selaena und erst recht nicht von Sam und Selaena, aber dann kommt Mr. Rowan und mein Herz klopft und ich weiß ja von Anfang an, das ist der, der sozusagen Aelin oder Selaena noch zu diesem Zeitpunkt betören wird. Alle anderen waren nur ein Punkt auf der Charakterentwicklung oder für andere Charaktere bestimmt. Das hat man immer irgendwie gespürt. Doch bei Rowan ist das anders. Rowan nimmt Aelin so wie sie ist und holt das Beste aus ihr heraus, als Kriegerin und als Königin, so wie es auch sein sollte. Sie hassen sich zwar am Anfang, aber umso größer ist die Freude, wenn sie sich überhaupt als Freunde erstmal näher kommen. Wenn er ihr das erste Mal von seinem Tattoo und von seiner Vergangenheit erzählt oder wenn sie beide bei diesem Fest sind und sie fast ausbrennt und er sie ausziehen muss, damit sie sich abkühlen kann. Ach, es ist so süß, wenn er anfängt, sie zu bemuttern, sie aus ihrem kalten Zimmer nimmt und sich, ja, sie einfach packt und sie in sein Zimmer bringt, in sein Bett und sie füttert, ihr Essen bringt und sie am Rücken tätowiert. Und dann, wenn sie beide erfahren, dass sie Karanam sind, ach, es ist einfach nur putzig und schön. Doch dann kommt Maeve die blöde Kuh
Und Aelin schafft es aber, Rowan aus ihren Fängen zu befreien. Nebenbei erpresst sie sie noch, indem sie androht, Doranelle mit ihrer krassen Feuermagie fast zu zerstören. Ja, das ist schon heftig. Und Rowan hat nichts Besseres zu tun, als vom einen Blutspur in den nächsten Blutspur zu rutschen. Ach, so sind halt Krieger eben immer. Am Ende des dritten Bandes kehrt sie zurück nach Adalan und befehlt ihm sozusagen zurückzubleiben, was er auch tun muss wegen des Blutspurs. Und ja, sie vermisst ihn im vierten Teil und ich vermisse ihn auch. Pech gehabt. Doch dann kommt er wieder und es ist so lustig zu sehen, wie alle anderen mit Rowan umgehen, denn zum Beispiel Adien, der im vierten Band von Aelin befreit wurde, der ist am Anfang wie ein totales kleines Fangirl, wie immer. Und dann ist er total eifersüchtig, weil Rowan den Blutschwur zuerst leisten durfte. Als sie sich im fünften Band nach Terrasen aufmachen, nachdem Aelin und Dorian das gläserne Schloss in die Luft gejagt haben, bin ich so fasziniert gewesen von den beiden als Liebespaar. Es ist so faszinierend, wie sie sich beide unterstützen und sich Mut machen und sich einfach Halt geben. Seit dem vierten Teil warte ich darauf, dass die beiden endlich mal was starten. Aber Aelin macht ihn mit ihrer goldenen Unterwäsche heiß. Und dann machen die beiden noch aus, dass die beiden, wenn sie das erste Mal miteinander was haben wollen, ihre Ruhe haben wollen. Und ich dann so, nein, ich wollte doch, dass die beiden endlich mal. Aber nein, es kommt nicht dazu. Es kommt einfach nur nicht dazu. Aber Ende des fünften Bandes passiert es doch. Und meine Güte, hat sich das Warten gelohnt. Währenddessen zerstören sie nämlich den halben Strand. Er mit seiner Luftmagie, indem er die halben Palmen alle da umfläzt. Und sie mit ihrer Feuermagie einfach alles in die Luft setzt. Was zum Teufel? Habe ich Feuermagie gesagt? Und dann kommt das Ende des fünften Bandes. Und nachdem die beiden geheiratet haben, wird sie einfach mal von Maeve gefoltert und sie erfährt, dass sie eigentlich seine wahre Seelengefährtin ist. Und ich habe so geheult und er hat so geheult und es war einfach traurig. Er, Lorcan, Gabriel und Elite machen sich auf, um sie zu retten. Und im siebten Teil wird es echt Zeit, dass der Rettungstrupp sie findet, denn selbst für den Leser ist es so eine Qual, sie leiden zu sehen, wie einfach diese starke Frau gefoltert wird. Doch kurz bevor sie es schaffen, sie zu retten, rettet sie sich selbst. Und nebenbei zieht Rowan ihren Foltermeister noch die Haut ab. Wie sie es selbst mal gesagt hatte, dass wenn sie nochmal ausgepeitscht wird, dass sie demjenigen dann die Haut abzieht. Daran merkt man mal wieder, wie gut die beiden einfach zusammenpassen. Die Reunion unserer Charaktere zu sehen, ist so herzergreifend. Und dann noch die ganzen Schlachten im siebten Teil. Und dann das Happy End. Wie sie heiraten, also offiziell. Und wie sie beide gekrönt werden. Och, es ist einfach so putzig. Und es wurde echt so Zeit. Denn Aelin und Rowan verdienen das beide so sehr, so glücklich zu sein. Und dass alle so glücklich sind, es ist einfach perfekt. Es ist so schön. Und ich bin gerade so glücklich, dass es besser ist, dieses Video jetzt zu beenden, denn sonst rede ich noch weiter und das Video geht locker 5 Stunden. Tja, wie soll man über eine Buchreihe reden, die eine Hördauer von insgesamt 144 Stunden und 20 Minuten hat, ohne besondere schöne Stellen oder Charaktere wegzulassen oder einzukürzen. Das sind übrigens, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 6 Tage und ein paar zerquetschte. Was zum Teufel? Wenn ich nichts weglassen würde, würde ich wahrscheinlich über ein Jahr die ganze Zeit fangirlen. Das wäre nicht mal was für ein Podcast. Tja, ich will hoffen, ihr habt nicht zu viel erwartet. Daher seid lieb und habt euch lieb. Super, wir sind fertig. Endlich, ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Ah. Oh, Hilfe! So die Kamera, der ist so gut. Super. Ah. Oh, ich kann mich nicht mehr bewegen. Und dann kommt am Ende heraus, dass Lysandra mit Aelin. Ich
spreche das jetzt einfach aus, wie ich will. Adalan, der sie auch zum Tode verurteilt hat. Okay, ich glaube, du kannst dich schön entspannen und Videos gucken oder sonst was machen. Das kann ein bisschen dauern. Also, bis Nina kommt, sind wir fertig. Das sind noch 2,5 Stunden. Tut mir leid, wenn du nicht mehr liegen kannst. Nee, alles gut. Wenn du nicht mehr liegen kannst, wie so ein Faul ist. Ich habe nur sowas Hartes im Rücken, die Steckdosen reißt. Dann nehmen die doch weg. Nee. Wieso nicht? Ich sterbe nach der Sache noch in der Rückseite. Alter Schwede, ey. So. Wenn du sowas sagst, kann ich mich doch nie um meinen Text konzentrieren. Tut mir leid. Nee, alles gut. Sag ruhig schmutzige, versaute Steckdosensachen. Oh Gott, Steckdosensachen klingt allein auch schon so versaut. Ja, Steckdosensachen. In Steckdosen weißt du was? Ein Schmuckkästchen. Ein Bye-Bye. Scheiße. Wir sind so 2 Pies, so ich will. Bye-Bye. So, genau. Mal. Ja. Oh mein Gott, weißt du was jetzt? Falls du mich gestern angeschrieben hast. Wer? Warum nimmt man solche Bilder auf Instagram hoch? Wer ist das? Keine Ahnung. Oh, kann man das ja gar nicht. Nee, oder? Soll ich erstmal liken? Erstmal liken. Erstmal Kommentar runterschreiben. Du bist aber eine heiße Schnecke. Dich würde ich schon gern. Piepen? Piepen. Und dich würde ich schon gern piepen. Lass mal meinen Pieper rausholen, ne? Ja, ich glaube, sie hat sich richtig für mich geschämt. Glaubst du? Ich habe Videos. Meine Oma hat Stützstrümpfe, also so eine Stützstrümpfe. Und ich habe sie ihr ausgezogen und dann sind wir doch wieder rausgegangen zu meiner Familie. Und dann kam, ich weiß nicht, ob du das kennst, von Malte Kelly, dieses, ich weiß nicht, wie das geht, den längsten One-Night-Stand der Welt. Und das lief halt und ich mag das Lied. Und dann habe ich mit Omas Stützstrümpfe rumgetanzt. Oh ja, wie so eine Federbohr. So. Oh. Und ja, es war sehr verstörend. Es war auch für mich sehr verstörend, die Videos, die danach entstanden, mir anzugucken. Ja. So, es geht weiter. Are you ready to rumble? I think I have to question your mother. Du möchtest meine Mutter klatschen? Was hast Nein, du gesagt? Crushen. Ob du fertig bist fürs Rumblen. Das wird deine Mutti erst fragen, ob das cool ist. Ach so! Ich dachte jetzt, du würdest meine Mutter fragen, ob du ein. Ich habe Herbert gestern im Auto vergessen. Der hat über dem Auto übernachtet. Ja, der ist fertig mit dem. Was bist du eigentlich für eine Mutter, ey? Ja. Ich bin hier so eine Asi-Mutter. Ich will bloß das Kindergeld für Herbert. So. Für alle, die sich jetzt fragen, Herbert ist übrigens mein Plüschtierhund. Nicht, dass die denken, dass ich mit 18 schwanger bin, ey. Hallo, hallo. Mal gucken, wie sich das anhört. Oh, ich muss gleich noch meinen Klingelton ausmachen. Oh ja. Wäre auch lustig, wenn es anhört. Geisterleoparden, der in. Machst du Bildies? Fotoshooting! Fotoshooting! Fotoshooting machen wir! Was ist das? Ah, das war kleiner Dodo. Kleiner Dodo. Lustig, frech und froh. Kennst du das? Eselchen, du entdeckst eine Welt. Tu, was dir gefällt. So. Obwohl das erste Buch schon 2013 erschienen ist und. Habe ich in Deutschland gesagt? Oh. Keine Ahnung, ich mach's nochmal. Wumm. Ich will hoffen, das hört man nicht so doll. Das hört man. Ist egal. Die denken nachher noch, das ist irgendwie. Krieg. Oh, Krieg. Die Russen kommen. Die beiden sind einfach so intensiv zusammen, denn er kann ihren eisernen Zähnen und Krallen die Stirn Briten. Oh, Leute. Briten? Die Briten kommen. Platz 5 geht an ein Paar, wo ich den männlichen Part schon am liebsten dahin geschickt hätte, wo der Pfeffer wächst. Hashtag Andreas. Hashtag Andreas. Das können wir mal bleiben, so wie es ist. So wie es ist, so wie ich das kenne. Ich kann das gar nicht wortwörtlich, was der immer sagt. Vielleicht sollte ich das noch üben. Solltest du noch üben. Das
Das ist Allgemeinwissen. Also entweder ist sie blind auf einem Auge oder entweder ist sie blind auf einem Auge oder einfach nur dumm. Ja, siehst du, du bist auch nicht so textsicher, hast ne? Hast du mal die Größe vom Kinderzimmer gesehen und die Menge an Spielzeug? Das kommt sowas schon in die Outtakes rein. Scheiße, dann geht das Video bestimmt 3 Stunden lang. So. Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird sich hier nichts dran rütteln.